Liebe Brüder und Schwestern, nach dem Fest von Allerheiligen gestern gedenkt die Kirche heute aller verstorbenen Gläubigen. Wir ehren sie und wir beten für sie. Gestern noch haben wir die Heiligen um ihre Fürbitte angerufen, heute ist es umgekehrt. Heute richten sich die Bitten an uns. Heute singt der Chor aller Seelen und ruft zu uns, bittet für uns, vergesst uns nicht. Vergesst uns nicht, helft uns auf dem Weg zum Vater. Und das wollen wir tun durch eine feierliche Fürbitte, durch ein heiliges Requiem, durch die Seelenmesse, die wir feiern, die Sie mitfeiern und für die armen Seelen aufopfern. Bei uns in Würflach ist es Gott sei Dank noch erhalten, der traditionelle katholische Kirchenbau. Die Kirche liegt auf einem Hügel, weit sichtbar als das spirituelle Zentrum des ganzen Ortes. Rundherum um die Kirche ist dann der Friedhof angelegt mit den vielen schönen Gräbern und allesamt wird von einer alten Wehrmauer geschützt. Was hat uns das zu sagen? Ist das nicht ein sichtbarer Ausdruck für etwas? Zum einen, dass die Lebenden und die Verstorbenen durch den Glauben verbunden bleiben, dass sie zwar aus dem Leben in den Tod, in die Ewigkeit uns genommen wurden, dass wir aber durch den Glauben verbunden bleiben. Gott sei Dank liegt der Friedhof hier in der Ortsmitte und nicht am Dorfrand, sondern in der Lebensmitte unseres Dorfes. Zum Zweiten, die Friedhofsmauer, die sich um den Friedhof spannt, sie geht hier von der Kirche aus. Sie erstreckt sich weit über den Berg, über den Friedhof, so als würden von hier aus zwei unsichtbare Arme den ganzen Friedhof ergreifen und zu sich hier in die Kirche ziehen. So kommt mir das vor. Die Mauern als zwei Arme, die alle Gräber und alle Verstorbenen hierher ziehen. Und welche Arme sind das? Es sind die Hände Jesu, der gekreuzigte Erlöser, der die Verstorbenen an sich zieht. Und das wünschen wir unseren lieben Verstorbenen, dass sie immer näher zu Gott finden. Und wenn sich in ihrem Leben etwas findet, was durch die irdische Gebrechlichkeit verfehlt worden ist, wo sie sich verfehlt haben vor Gott oder an den Menschen, dafür wollen wir heute besonders Jesus Christus als den Erlöser bitten um sein Erbarmen, dass er sie durch seine vollkommene Lebenshingabe am Kreuz, das ist das heilige Messopfer, dass er sie vollkommen macht, dass das Leben unserer Verstorbenen vollkommen wird, dass sie rein werden und erlöst werden von Sünde und Schuld, damit das Leben, das sie noch haben, ganz in Gott hineingehen kann, dass sie sich ganz Gott hingeben, dass sie mit Gott eins werden in ihrem Tod. Immer hat es die katholische Glaubensüberzeugung gegeben, dass die Seelen, die noch nicht vollendet sind, an einem Ort sich befinden, wo sie für den Himmel bereit gemacht werden. Wir sprechen hier vom Reinigungsort, der leider etwas salopp im Deutschen als Fegefeuer bezeichnet wird. Ursprünglich wirklich heißt er der Reinigungsort, dort, wo die Seelen bereit und gereinigt werden, um ganz zu Gott zu gehen. Auf diesem Weg dürfen wir unsere lieben Verstorbenen begleiten, durch unser Gebet, durch die Ablässe, durch gute Werke und ganz besonders durch das heilige Messopfer, das wir jetzt feiern. Heute am Allerseelentag, liebe Brüder und Schwestern, ist jeder Priester von der Kirche angehalten, drei heilige Messen für die Verstorbenen zu feiern. An einem Tag drei heilige Messen
um das Geschenk des Messopfers den Verstorbenen zu bringen. Ich durfte schon in aller Herrgottsfrüh die erste heilige Messe feiern, um 14 Uhr die zweite und jetzt die dritte, die feierlichste heilige Messe in diesem schönen Requiem, wo wir die Melodien des gregorianischen Chorals hören. Diese Melodien sind in Noten gegossene katholische Glaubensüberzeugung. Wenn wir diese Melodien hören, die Noten, auch wenn wir den Text nicht verstehen, aber das, was in den Noten drinnen steckt, das spricht zu uns von Ernsthaftigkeit, von Ehrfurcht gegenüber Gott, von einer Würde und einer Sehnsucht, die nicht von dieser Welt kommt. Und wenn dann im Offertorium, beim Opferungslied, ein schönes Lied erklingt, dann hören wir ein Wechselspiel von Trauer und christlicher Hoffnung, die aber dann siegen wird. Das ist das, was am Altar passiert, die Trauer über den Tod Jesu, aber zugleich die Hoffnung, die aus diesem Opfertod für uns hervorspringt. Die Kraft des heiligen Messopfers, dieses unfassbare Geschenk, das wir unseren lieben Verstorbenen machen können, den armen Seelen. Arm, weil sie sich selber nicht helfen können, arm aber bitte auch, weil sie dadurch reich werden, weil sie dadurch von Gott reich beschenkt werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe mir lange überlegt, ob ich das jetzt sage, weil ich eigentlich nicht so jemand bin, der mit hausieren geht mit so etwas. Einer meiner lieben Mitbrüder im Stift ist leider im Jahr 2021 viel zu früh verstorben. Am 23. November 2021, Pater Severin Wurdak, ein echter Wiener, der plötzlich und unerwartet an Leukämie verstorben ist. 10 Jahre lang habe ich tagtäglich Stunden neben ihm gebetet. Schulter an Schulter sind wir im Chorgebet gewesen. Wir haben gemeinsam studiert. Er ist dann Pfarrer vom Stift geworden und sogar mein Beichtvater. Und Sie können sich vorstellen, wenn so eine religiöse Bezugsperson auf einmal weg ist, wie weh das im eigenen Herzen tut. Am 1.11.2021, kurz vor seinem Tod, habe ich noch mit ihm telefoniert und seine letzten Worte am Telefon waren: Pater Florian, bet für mich, es geht zu Ende. Das waren seine letzten Worte. Im August 2022 ist dann seine liebe Mutter zu mir gekommen und hat gesagt, ich kenne sie sehr gut, bitte Pater Florian, feiern Sie eine Messreihe für meinen Sohn, feiern Sie 10 heilige Messen. Und als ich dann die letzte gefeiert habe, an den folgenden Tagen, durfte ich als Stiftsbibliothekar eine riesige Bücherschenkung annehmen. Ich mache die erste Kiste auf, öffne das erste Buch und in diesem Buch ist eine Postkarte drinnen. Eine Postkarte aus Rom, aus der ewigen Stadt, mit dem Poststempel 19. Februar 2014. 2022 habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Und auf dieser Postkarte steht oben: Lieber Pater Florian, habe hier viel für dich gebetet. Gottes reichen Segen, dein Mitbruder Pater Severin. Es gibt Situationen, liebe Brüder und Schwestern, da kann man sich mit dem Notnagel Zufall nicht mehr abstützen. Da muss man sich selber festlegen, ist das jetzt echt? Post aus der ewigen Stadt zu bekommen, entweder war sie ewig lang unterwegs, mehr als 6 Jahre, oder es ist eine Post, ein Brief aus der Ewigkeit. Was zeigt uns diese Postkarte? Kein Gebet für unsere lieben Verstorbenen ist vergebens. Sie beten auch für uns. Und diese Postkarte zeigt mir, wie unglaublich wertvoll
für die Verstorbenen eine heilige Messe ist, wenn wir sie beten, wenn wir sie feiern, wenn wir sie aufopfern und auch ganz besonders, wenn wir eine heilige Messe für unsere lieben Verstorbenen feiern lassen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden.